Hi Leute, willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Heute unboxe ich mit euch gemeinsam den Kalender von Crash Cosmetics. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann bleibt dran. Also Leute, ich bin geflasht. Der Kalender ist riesig. Ich erzähle euch aber jetzt mal ein paar wichtige Informationen zu dem Kalender. Der Kalender kostet 105,90 €. Gerade gibt es bei Purish einen richtig coolen Sale und ihr könnt mit meinem Code JessicaMiller10 10% noch auf den Adventskalender und viele weitere Produkte bei Purish sparen. Und das heißt, ihr bekommt den Kalender für 95,32 €. Und der Wert von diesem Kalender liegt bei über 300 €. Ihr habt 24 Türchen und in dem Kalender habt ihr insgesamt 27 Drogerieprodukte und 23 High-End. Ich würde sagen, wir legen los. Ich gehe auch chronologisch vor, das heißt, ich öffne Türchen 1. Also der Adventskalender ist ja so aufgebaut, dass eine Hälfte Luisa gehört und der anderen Hälfte Esther. Und die hellen Türchen gehören zu Esther und die dunklen zu Luisa. Und ich habe hier ein Türchen von Esther. Wir haben hier von Nabla den Cupid's Arrow Full Color Stylo in der Farbe Arrow Hashtag 7 Maroon. Ich muss sagen, ich wollte schon immer so ein Cupid's Arrow haben von Nabla und jetzt ist da einfach einer drin. Sieht wirklich sehr süß aus. Ich swatche den jetzt eben mal. Boah, der ist sehr cremig. Ist so eine plumpige Farbe. Kann ich mir richtig gut als Eyeliner vorstellen. Also das ist schon mal ein mega gutes Produkt. Machen wir weiter mit Türchen Nummer 2. Und das befindet sich auch wieder auf der Seite von Esther. Und da haben wir schon das erste Produkt von Crash Cosmetics. Das ist so ein Gesichtsroller. Das kann ich jetzt auch direkt mal ausprobieren, weil ich halt relativ schnell im Gesicht glänze. Und das hier soll das überschüssige Öl in eurem Gesicht absorbieren. Okay, das ist krass. Ich mache es jetzt mal hier. Das kann man auch in der Kamera erkennen, dass ich da so glänze. Krass. Denkt natürlich auch daran, das dann regelmäßig zu waschen. Aber das ist ja mal mega cool. Türchen Nummer 3 befindet sich wieder auf der Seite von Esther. Und das Türchen ist jetzt auf jeden Fall schon etwas größer. Und hier haben wir ein Produkt von Acne Mai. Ich habe tatsächlich noch gar kein Produkt von Acne Mai, aber ich höre immer sehr, sehr gute Sachen darüber. Ja, das kann man auf jeden Fall immer gut gebrauchen. Türchen Nummer 4 befindet sich wieder auf der Esther-Seite. Und da haben wir von Luvos Naturkosmetik mit Heilerde eine Waschlotion. Ich habe tatsächlich vor einigen Jahren schon mal so einen Waschbalsam oder Waschlotion von Luvos verwendet. Und das ist auf jeden Fall eine Originalgröße. Also in dem Kalender gibt es sowohl Originalgrößen als auch Reisegrößen. Aber wir haben jetzt bisher nur Originalgrößen gesehen. Kommen wir zu Türchen Nummer 5 und das hier ist die Seite von Luisa. Und da drin haben wir die Adele Naked Lashes in der Nummer 426. Ich finde es gut, dass sie eher natürliche Lashes reingelegt hat. Wenn sie jetzt so krass auffällige Lashes mit eingepackt hätte, denke ich, dass es nicht für jeden was wäre und solche Lashes gehen auf jeden Fall immer. Kommen wir zu Türchen Nummer 6 und das ist das größte Türchen. Da bin ich jetzt mal gespannt, was da drin ist. Und da haben wir so ein kleines Kit von Invisible Bobble. Finde ich wirklich sehr, sehr gut. Wir haben eine Schlafmaske und 3 kleinere Haargummis und ein Scrunchie, nennt sich das, denke ich. Also das finde ich mega, mega cool. Machen wir weiter mit Türchen Nummer 7 und das ist wieder von der Esther-Seite und das fühlt sich schon ein bisschen schwerer an. Und da haben wir jetzt ein Produkt für die Haare und zwar von Langhaarmädchen, ein Lockenhaltspray. Ich habe immer so oft was von der Marke gehört, aber habe persönlich noch nie was von denen benutzt und bin jetzt mega gespannt, wie das hier performt. Machen wir weiter mit Türchen 8 und das ist wieder von der Esther-Seite. Und das hier ist ein bisschen kleiner und da haben wir ein Produkt von Mesauda und zwar einen Ink Eyeliner. Das ist so ein Eyeliner mit so einer sehr, sehr präzisen Filz. Stiftspitze. Bin auf jeden Fall gespannt, wie der ist. Mesauda ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Marke. Die haben wirklich tolle Produkte und darauf bin ich sehr gespannt. Türchen Nummer 9 ist von der Seite von Luisa und da haben wir von Manhattan einen Long Lasting Perfection Liner in einem wunderschönen Rotton, passend zur Weihnachtszeit. Die Qualität der Manhattan Lip Liner ist wirklich klasse und die Marke ist jetzt seit einiger Zeit vegan und cruelty-free, was ich sehr, sehr toll finde. Machen wir weiter mit Nummer 10 und das Türchen befindet sich auf Esthers Seite. Und da haben wir eine Mascara von Max Factor, eine Full-Volume-Mascara. Ich finde die goldenen Details auf der Mascara wirklich sehr, sehr schön. Und ich habe die Stories von der Esther jetzt schon öfter verfolgt und habe gesehen, dass sie die sehr gerne benutzt. Die ist sehr, sehr neu und auf die bin ich sehr gespannt. Machen wir weiter mit Türchen Nummer 11.
11 und das befindet sich auf der Seite von Luisa. Hier haben wir ein Produkt von Nivea und zwar eine Antifalten erfrischende Augenpflege. So eine Augenpflege finde ich sehr, sehr gut. Da kann man auf jeden Fall mit was anfangen. Die Haut unter unseren Augen ist tatsächlich auch die dünnste Haut in unserem Gesicht und die sollte auf jeden Fall mehr Pflege bekommen als der Rest unseres Gesichtes. Deshalb finde ich sowas sehr, sehr praktisch. Türchen Nummer 12 befindet sich auf der Seite von Esther und das ist auch sehr, sehr groß und auch relativ schwer. Ich glaube, ich kann schon erahnen, was da drin ist. Und wir haben hier einfach ein Body in Hairspray. Das hier ist von Bruno Banani, Not for Everybody, das Rose and Popcorn Sweet Fantasy Fragrance Body in Hair Splash. Ich muss da jetzt auf jeden Fall mal dran riechen. Boah, es riecht sehr süß. Also die Kombination aus Rose und Popcorn ist wirklich mega angenehm. Und ich wollte schon so lange mal ein Bodyspray haben und jetzt habe ich eins. Türchen Nummer 13 ist von der Seite von Luisa. Und da haben wir ein Airbrush Setting Powder von Ofra in der Farbe Brightening Strawberry. In der letzten Zeit war es ja mega im Hype, einen Strawberry Make-up Look zu schminken und auch so Setting Puder zu verwenden, die so einen rosanen Unterton haben. Und ich habe noch kein Puder in meiner Sammlung, welches so rosa ist. Und das ist jetzt mein erstes und da bin ich mega gespannt, wie das bei mir aussieht. Türchen Nummer 14 ist von der Seite von Luisa. Und da haben wir von Rival Loves Me den Contouring Stick. Den habe ich schon in meiner Sammlung und ich finde den klasse. Für den Preis könnt ihr da wirklich gar nichts falsch machen. Ich benutze allerdings immer nur die Konturseite. Die helle Seite hier benutze ich nicht. Kann ich euch das nur empfehlen und da hat Luisa auf jeden Fall ein tolles Produkt reingetan. Türchen Nummer 15 ist von der Seite von Esther. Ein bisschen schwerer an. Oh mein Gott. Wir haben hier auch was zum Essen drin als Nervennahrung und zwar von Hitchies, die Schnüre und die sind sogar vegan, was ich einfach toll finde. Die sind sehr, sehr lecker und die kaufe ich mir auch persönlich immer wieder, wenn ich im Rewe bin. Also das ist mega geil. Türchen Nummer 16 ist wieder von der Seite von Esther. Und da haben wir zwei Produkte. Wir haben einmal einen 5-Euro Gutschein, den ihr bei Purish einlösen könnt, ohne Mindestbestellwert, was wirklich klasse ist. Und wenn ihr da regulär bestellen möchtet, könnt ihr gerne mit meinem Code JessicaMiller15 15% auf eure Bestellung sparen. Während der Black Week, aber mit Jessica Miller 10%. Und dann haben wir noch von Catrice das Brow Powder Duo. Das wollte ich auch schon immer mal ausprobieren und ich hab's jetzt. Türchen Nummer 17 ist von der Seite von Luisa. Und da haben wir von Ave & You. Die Marke kenne ich wirklich gar nicht. Impurity Reducing Serum. Also das ist auf jeden Fall Hautpflege. Und das soll, denke ich, dafür sorgen, dass die Pickelentstehung reduziert wird und auch die Pickel, die man gerade auf dem Gesicht hat. Werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Türchen Nummer 18 ist wieder auf der Seite von Luisa. Da haben wir zwei Produkte. Wir haben einmal Nipple Pads, zwei Paare. Das ist auch ein neues Produkt von Crash Cosmetics. So, ich habe da jetzt mal ein paar ausgepackt. So sehen die aus. Die könnt ihr euch aufkleben, wenn ihr irgendwie ein Oberteil tragen möchtet, wo ihr keinen BH anziehen wollt. Also sowas finde ich immer sehr, sehr praktisch. Und als zweites haben wir noch ein Crash Cosmetics Produkt und zwar das Powder Puff. Das gibt es auch in zwei verschiedenen Größen. Zurzeit gehen die Powder Puffs ja richtig durch die Decke und ich finde es auch voll süß, dass es zwei verschiedene Größen gibt. Mit dem kleineren könnt ihr richtig schön präzise unter dem Auge arbeiten. Mit dem großen könnt ihr dann entweder euer gesamtes Gesicht pudern oder hier ein bisschen baken. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr praktisch. Türchen Nummer 19 ist auf der Seite von Esther. Und da haben wir einen Cool Collagen Plumping Lipstick von Essence. Die Kollagenlippenstifte von Essence liebe ich sehr. Und wir haben hier die Nummer 205 und das ist ein wunderschöner roter Ton, passend zu dem Lip Liner von Manhattan. Türchen Nummer 20 ist auf der Seite von Esther. Und da haben wir von Trinit Up einen Super Shine and Stay Nail Polish. Der Nagellack hier passt einfach perfekt zur Weihnachtszeit und zu den roten Lippen, die wir aus dem Kalender aus schminken können. Türchen Nummer 21 ist wieder auf der Seite von Esther. Und das fühlt sich auch wieder ein bisschen schwerer an. Und da haben wir von Geek & Gorgeous das Liquid Hydration Spray. Also die Marke Geek & Gorgeous hat wirklich tolle Produkte. Kann die euch wirklich nur empfehlen, habe ich seit kurzem für mich entdeckt und dieses Liquid Hydration Spray wollte ich schon wirklich sehr, sehr lange mal austesten. Türchen Nummer 22 ist von Luisas Seite. Und da haben wir von Physicians Formula einen Butter Blush. Finde ich sehr, sehr cool. Ich wollte auch schon immer diesen Butter Bronzer mal haben und jetzt habe ich den Blush. Ich finde, die Farbe sieht auch sehr schön aus und würde jetzt zu meinem Make-up gut harmonieren. Türchen 23 ist auch aus Luisas Seite. Und da haben wir von Benefit den Professional in der Reisegröße. Den Professional
Professional kenne ich und damit sieht euer Gesicht einfach gefacetuned aus. Kommen wir zum allerletzten Türchen, die Nummer 24. Die befand sich auf Luisas Seite. Und hier haben wir zwei brandneue Pinsel von Crash Cosmetics. Wir haben einmal einen Face Brush und einmal einen Eye Brush. Damit könnt ihr Lidschatten auftragen, aber auch verblenden. Und mit dem Pinsel könnt ihr entweder konturieren, highlighten oder eure untere Augenpartie setten oder sogar Blush auftragen. Also da sind keine Grenzen gesetzt. Und das waren jetzt auch alle Türchen aus dem Adventskalender von Crash Cosmetics. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr die Produkte findet und ob ich mal einen Make-up-Look mit allen Produkten, die sich hier befinden, schminken soll. Das würde ich gerne in einem nächsten Teil machen. Und dann würde ich sagen, Dankeschön, dass du zugeschaut hast. Abonnier gerne meinen Kanal, so verpasst du keine weiteren Videos. Gib dem Video gerne einen Daumen nach oben und hinterlass gerne einen Kommentar. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!